Sie herzlich begrüßen zur neuen Ausgabe von Kompakt Spezial Finanzmächte, Kriminalgeschichte des großen Geldes. Mit mir im Studio unser alter Mitstreiter Marek Dassen. Vielleicht als Einstieg in dieses Nachschlagewerk über die Hintergrundmächte auf den Finanzmärkten einige Zitate. 50 Leute regieren Amerika und das ist eine großzügige Schätzung, sagte Joseph Kennedy, der Vater von JFK, im Jahre 1936. Und US-Präsident Theodore Roosevelt hat im Jahr 1912 gesagt, hinter der sichtbaren Regierung sitzt auf dem Thron eine unsichtbare Regierung, die dem Volk keine Treue schuldet und keine Verantwortung anerkennt. Und auch ein deutscher Politiker, nämlich Horst Seehofer, hat vor 8 Jahren, 9 Jahren mal etwas Interessantes gesagt. Diejenigen, die entscheiden, sind nicht gewählt und diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden. Wie siehst du diese Finanzmächte? Diese Kompakt-Spezialausgabe hat ja eine historische Tiefe, geht zurück bis zu den Fuggern im Mittelalter, behandelt dann die sozusagen kapitalistische Frühgeschichte. Ist davon nicht vieles Schnee von gestern? Nein, auf gar keinen Fall. Also erstens mal fantastische Ausgabe. Ich glaube auch für die Weihnachtszeit, wenn man sich jetzt über die Tage so ein bisschen einkuschelt, glaube ich, das ganz die richtige Lektüre dafür kann man sich mal ganz in Ruhe zu Gemüte führen. Das ist natürlich nicht Schnee von gestern. Das ist vielleicht heute mehr denn je ein Thema, weil eben der Siegeszug dieses Turbo-Finanzkapitalismus auf eine Art und Weise fortgeschritten ist, die uns allen Sorgen machen muss. Ich glaube, dass Kompaktmagazin ein gewisses Alleinstellungsmerkmal hat, diese Dinge überhaupt so zu thematisieren und überhaupt so auf den Punkt zu bringen. Ich glaube, ich hatte auch das Gefühl, dass also so eine Ausgabe zum Thema Finanzmächte und dann auch mit dem schönen Untertitel Kriminalgeschichte des großen Geldes, dass das eigentlich längst überfällig war und dass man natürlich auch mit der Aufarbeitung dieser Themen, ich sage jetzt mal nicht vorsichtig, aber doch irgendwo sehr sachlich sein muss, denn natürlich kursieren da auch die wildesten Theorien, die einen irgendwie nicht weiterbringen. Ich finde die Einteilung des Heftes in die Kapitel, wie ihr das gemacht habt, also da gibt es einerseits wirklich einen fundierten historischen Teil, der die Geschichte bestimmter Finanzmagnaten, ja, und auch der Finanzindustrie als solcher, des Geldsystems als solcher mal nachzeichnet. Wir haben die Fugger, wir haben JP Morgan, wir haben die Rockefellers, wir haben die Rothschilds, wir haben aber auch die Existenz, wie soll ich sagen, den Aufbau oder die Kreation, die Schöpfung der Federal Reserve Bank in Amerika, die Bank of England im frühen 17. Jahrhundert. Und wie diese Strukturen entstanden sind, das wird hier historisch nachgezeichnet auf eine Art und Weise, die wirklich verständlich ist und die wirklich hochinteressant ist. Deswegen ist auch dieser Begriff Kriminalgeschichte, glaube ich, ganz passend. Ich habe vor einigen Jahren schon von G. Edward Griffin das Buch The Creature from Jekyll Island gelesen. Also die Insel Jekyll Island, das ist ja der Ort, wo 1910 die ersten geheimen Treffen stattfanden von den 12 privaten Großbanken in den USA, die dann die Fed, die heutige Zentralbank, gegründet haben. Und das ist sozusagen als erstes Kapitel, die historische Einordnung ist sehr interessant. Und was ihr dann natürlich auch gemacht habt, was ich fast fantastisch finde, ihr habt die diskreten Clubs, also Freimaurer, Illuminaten, Bilderberger, Geheimgesellschaften, die da dranhängen, mit reingenommen, was ich sehr nachvollziehbar finde. Und auch, ich sage jetzt mal, die konkreten Auswirkungen der
Wirtschafts- und Papiergeldkriege auf die Nationen, auf den Staat, auf die Wirtschaft nochmal deutlich gemacht und dann eben auch das Ganze in die Moderne transportiert. George Soros als Spekulant mal dargestellt, BlackRock als den größten Investment- und Vermögensverwalter der Welt mal aufgestellt. Also ich glaube, dass man hier sozusagen chronologisch aus der Zeit bis in die Gegenwart hier sehr gut versteht und sehr gut erklärt bekommt, wie dieses Spinnennetz der Finanzindustrie funktioniert. Hut ab. Also ich glaube, am interessantesten ist es als Nachschlagewerk, unbedingt, weil viele haben diese Stichworte Rockefeller, Rothschild, JP Morgan, Federal Reserve, aber sie wissen nicht, diese Schlagworte zu füllen, wenn sie jetzt in Diskussionen sind, richtig, mit den Nachbarn. Und wie es zusammenhängt. Dann heißt es gleich Verschwörungstheorie. Ja. Ja, aber hier sind jetzt bestimmte Fakten auch drin. Ja. Und das aber kann man wir haben uns natürlich bei vor Übertreibungen. Man hat auf der anderen Seite auch viele Übertreibungen und tatsächlich dann spinniges Zeug. Ja. Bringt keinen. Also zum Beispiel das Kapitel, das wir drin haben über die diskreten Clubs, Illuminaten und Freimaurer. Später dann Bilderberger. Ja. Diese diskreten Clubs gibt es. Diese diskreten Clubs spielen eine Rolle, die man kennen muss. Absolut. Ja, also man kann nachweisen, den Einfluss der Freimaurer zum Beispiel auf die italienische Revolution von Garibaldi. Die 1860er, französische Revolution. Auf die französische Revolution. In dem Kapitel wird auch sehr schön aufgezeigt, die Freimaurer als Einheit gibt es nicht. Es gibt rivalisierende Strömungen, die sich dann unterschiedliche Nationen oder auch Kapitalkräften zuordnen. Mhm. Und besonders eben der Kampf zwischen England und Frankreich zur Zeit von Napoleon ist im Grunde ein Kampf zweier Freimaurer Blutsbrüder, die eine unterschiedliche Philosophie und so weiter haben, aber das ist keine Einheit. Ja. Hm. Oder was ja auch sehr bekannt ist, das Beispiel der Freimaurerloge P2 in den 1970er und 1980er Jahren Teil des tiefen Staates in Italien, in Terroranschläge verstrickt und so weiter. Diese Loge P2, man muss aber dazu sagen, diese Loge ist von den italienischen Freimaurern ausgeschlossen worden. Mhm. Also nicht, wir machen diese Sache nicht mit, jetzt hier einen riesen Popanz aufzubauen, sondern sehr genau zu identifizieren, wer hat eigentlich was gemacht und absolut, wer hat was nicht gemacht. Ja? Absolut. Also ich bin auch, muss ich sagen, ich bin persönlich überhaupt kein Fan von dieser Dan Brown-mäßigen Romantisierung dieses ganzen Themas. Ich glaube, da hat ja auch die Popkultur in gewisser Weise eine Mitschuld daran, dass das sozusagen im nebulösen Conspiracy-Aluhut-Wirrwarr irgendwie verloren gegangen ist. Aus diesem Heft habe ich das nicht herausgenommen. Aus diesem Heft habe ich gesehen, was sind die konkreten Effekte dieser Geheimgesellschaften. Und da will ich einfach nur mal vielleicht zwei Punkte sagen. Erstens, Bannon. Steve Bannon, der Präsidentschaftsberater von Trump und der heute mit The Movement durch Europa tourt, der ja selber bei Goldman Sachs gearbeitet hat, der das Elend kennt, das diese internationalen Heuschrecken auch anrichten, der spricht ja von der Party of Davos, also von der Gruppierung, die sich in Davos immer trifft. Das ist die, er sagt, intellektuelle, kulturelle, ökonomische, finanzielle Elite des Planeten. Ja, die treffen sich dann und machen Hintergrundgespräche, ähnlich wie bei Bilderberg auch. Und deshalb ist es so wichtig, dass man sozusagen im Zusammenhang mit den Finanzmächten, also mit Institutionen und auch Machtzentren, die weit oberhalb der politischen Struktur, weit oberhalb der parlamentarischen und demokratischen Struktur operieren, dass die eben auf dieser Ebene verschaltet sind mit bestimmten diskreten Clubs, wie ihr das genannt habt, weil es einfach eine Notwendigkeit ist, ja, eine bestimmte Ebene der Geheimhaltung zu haben und das zu identifizieren, ohne da jetzt eine, ohne da abstruse Verschwörungstheorien aufzumachen. Das ist, glaube ich, das, was das Heft liefert. Und mir ist auch positiv aufgefallen, dass eben, ich hatte ja schon gesagt, ich will mich gar nicht zu sehr in dieses Klein-Klein der Freimaurerlogen reindenken. Was ich aber eben sehe und was aus meiner Sicht, glaube ich, relativ wichtig ist, dass eben dieser, ich sag mal, elitäre, erlauchte Kreis, man spricht manchmal von dem 1%, die Occupy-Proteste haben sich ja zum Teil auch gegen dieses 1% gewehrt, das ist eben eine Gruppierung, ein Club, der keiner demokratischen Kontrolle mehr unterliegt, der nur den einen Gott kennt, Mammon,
und der auch nur sozusagen auf den eigenen Vorteil, auf den eigenen Profit aus ist und damit sich auch, wie Bannon sagt, als Gegenspieler der Nationalstaaten, als Gegenspieler des Souveräns, des Volkes etabliert hat. Und das mal aufzuarbeiten, wie ist es überhaupt zu dieser Machtkonstellation gekommen? Das ist alles super spannend. Ich halte das auch nicht für Verschwörungstheorie. Ich glaube auch nicht, dass dieses Heft sozusagen primär links- oder rechtsorientiert ist, sondern es ist einfach ein historisches Grundwissen darüber, wie diese Machtstrukturen entstanden sind. Und wenn man dann sozusagen das Heft liest und auch schaut, was hat das in der Moderne, in der Gegenwart eigentlich für Auswirkungen, dann kann man eben sagen, schauen wir uns an, welche Rolle Goldman Sachs in der Finanzkrise gespielt hat. Schauen wir uns an, dass Mario Draghi, einer der bekanntesten Goldman Sachs-Banker in der EZB, schaltet und waltet und seine Bazooka angeschmissen hat. Also der Eindruck war bei mir auch, dass man sozusagen an die Schnittstelle, das ist das, was das Heft bringt, an die Schnittstelle kommt, wo man bemerkt, hier sind Großbanken, Finanzindustrie, die in der Lage sind, Gesetze mitzugestalten, um den optimalen Profit rauszuholen und die Schulden und die Immobilienblasen, die dann platzen und die Verluste, die in dieser Finanzindustrie erzeugt werden, die gibt man dann an die Staaten weiter, an den Steuerzahler weiter. Also das ist so ein bisschen dieses Prinzip Capitalism for the rich, Socialism for the rest. Ja. Ja, also die haben sich sozusagen von dieser Welt, von der realen Welt, auch von der Realwirtschaft, in der wir alle existieren müssen, davon haben die sich abgekoppelt, spielen ihr eigenes Spiel. Und das kann natürlich nur zu unserem Schaden laufen. Ja. Wobei wir das Heft jetzt vor allem in der aktuellen Situation gemacht haben, weil sich die Konfrontation jetzt zuspitzt. Nach meiner Analyse ist die Weltwirtschaftskrise von 2008 folgende Euro-Krise ist gemacht von diesen Finanzmächten. Ja. Aber jetzt stehen die Völker auf dagegen. Wir haben in Frankreich die Revolte gegen den Rothschildmann Macron. Wir haben in Großbritannien die Konfrontation zwischen dem Brexit-Volk und der City of London, also wo das Geldkapital sich konzentriert hat. Und wir haben in den USA die Konfrontation zwischen dem Präsidenten Donald Trump und auf der anderen Seite der Federal Reserve, wer eigentlich die Geldpolitik macht. Und hier bahnt sich jetzt nicht nur aus der Situation einer Bedrohung heraus, wie nach der Weltwirtschaftskrise 2008, sondern durchaus auch in einer Situation, wo wir in die Offensive kommen als Volkskräfte. Hier bahnt sich ein großer Kampf an und da wollten wir ein bisschen Grundsatzmaterial und Basiswissen in die Bewegung reingeben. Ich kann nur sagen, ich stimme dir vollkommen zu, was die Finanzkrise angeht. Ich halte das für einen Raubzug, der da passiert ist. Also das kann man ja auch sehr schön festmachen. Ja? Wir haben damals 2008, 2009 haben wir die Bilder gesehen von so Bankern, die im Goldman Sachs Büro mit etwas betretenem Gesicht ihre Pappkartons aus dem Büro getragen haben. Und dann wollte man uns den Eindruck vermitteln, als hätte das in der Finanzindustrie auch Schaden angerichtet, als wären da Banken pleite gegangen. Nein, es ist so, dass bei dieser Finanzkrise tatsächlich die Verursacher profitiert haben, die Verursacher auch noch Boni eingestrichen haben und der Steuerzahler am Ende die Zeche gezahlt hat. Und was man da im Grunde gemacht hat, ist, man hat eigentlich Schrottpapiere, Derivate, völlig überzogene Investments, zum Teil aus Krisenstaaten, nachher haben wir auch gesehen, wie in Griechenland, hat man einfach unters Volk gebracht, hat man einfach Oma Lieschen in ihre Altersvorsorge reingepackt und dann die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, als alles kaputt gegangen ist. Also ich glaube, man muss auch die Wahrnehmung, und das macht dieses Heft eben auch, ne, die Wahrnehmung ein bisschen schärfen für das, was aktuell läuft. Dann will ich nur mal kurz ein aktuelles Beispiel bringen. Vor etwa einem halben Jahr fing in Italien die Diskussion darüber an, ob Italien möglicherweise, und das sehen wir ja jetzt als einer der Kandidaten, Abschusskandidaten von der EZB, jetzt auf dem Podium steht, Italien möchte die Sparzwänge, die Sparmaßnahmen, die man aufoktroyiert bekommt von Brüssel, nicht mitmachen. Und deswegen hat sich also der italienische Innenminister, meine ich ist es gewesen, schon in diese Richtung geäußert, wir werden vielleicht in Italien mal eine Parallelwährung einführen, um unsere Staatsfinanzen entsprechend organisieren zu können. Und da sind also die Finanzplätze der Welt, City of London, aber auch die Wall Street, glaube ich, sehr hellhörig geworden, weil dieses Thema Geldpolitik, Finanzpolitik, Währungspolitik und das Rumdoktern am Geldsystem, da hört der Spaß auf.
Wir haben das bei John F. Kennedy gesehen, der damals also von der Federal Reserve Note, also von der privatisierten Zentralbank der USA, wieder zu einer staatlichen Bank zurück wollte. Das hat nicht gut geendet. Ja. Das ist die Kriminalitätsgeschichte des großen Geldes. Die wird erzählt im Kompaktmagazin Finanzmächte in unserer Spezialausgabe. Die Verbrechen sind nicht anonym. Das Verbrechen hat Name, Anschrift und Telefonnummer, wie Bertolt Brecht einmal gesagt hat. Und diese Spezialausgabe von Kompakt nennt diese Namen. Wir haben den Mut zur Wahrheit. Wir bringen die Hintergrundinformationen. Danke, Marc Dassen, für die Diskussion. Sehr gerne. Danke Ihnen fürs Zuschauen.